Kennt ihr das? Ihr liegt im Bett und plötzlich fallen eurem Gehirn die wildesten Gedanken ein. Und anstatt einzuschlafen, denkt ihr über 1000 Sachen gleichzeitig nach. So geht es mir jedenfalls aktuell. Leute, ich bin so gestresst. Bei mir ist gerade einiges los. Ich stecke mitten in einem Umzug und fange parallel dazu mein Masterstudium an. Das ist alles ziemlich aufregend. Kein Wunder also, dass mir Einschlafen gerade nicht immer leicht fällt. Ein Gedanke, der mir letztens kam, als ich wieder nicht einschlafen konnte, war: Hey, ich bin doch ziemlich technikbegeistert. Es muss doch auch technische Hilfsmittel geben, die mir beim Einschlafen helfen könnten. Und ich habe ein paar crazy Gadgets gefunden. Ob das bei mir funktioniert? Das erfahrt ihr gleich. Und was sagt eine Schlafmedizinerin zu den Gadgets? Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil ich erinnere mich, dass es vor ein paar Jahren ein Gadget gab, das war genau das Gegenteil. Kleiner Spoiler, ein paar dieser Gadgets haben mich wirklich positiv überrascht. Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei. Also, schließt alle anderen Tabs, jetzt geht's los. Viele Menschen in Deutschland schlafen schlecht. Das hat zum Beispiel eine Umfrage von 2021 ergeben. Damals hat fast jede vierte befragte Person angegeben, dass sie in den vergangenen 12 Monaten unter Schlafstörungen litt. Die Nachfrage an Produkten, die beim Einschlafen helfen sollen, ist riesig. Und wo es eine große Nachfrage gibt, antwortet der Markt mit einer Vielzahl an Hilfsmitteln. Bei meiner Suche bin ich auf Dutzende teilweise weirde Produkte gestoßen. Von Cremes über Wundersteine bis hin zu Geräten mit Mikrostrom für den perfekten Schlaf. Ist das alles unnütz oder sind auch Produkte dabei, die mir beim Einschlafen helfen können? Das wollte ich herausfinden und dafür haben wir in der Redaktion die Gadgets gesammelt, die uns besonders verrückt erschienen. Davon haben wir 5 zufällig ausgewählt und die habe ich getestet. Und wir fragen Dr. Samia Little Elk nach ihrer Meinung zu den Gadgets. Sie ist Schlafmedizinerin. Dazu gleich mehr. Wichtig zu sagen ist, das ist natürlich kein allgemeingültiger und objektiver Test. Die 5 Produkte sind mehr oder weniger zufällig ausgewählt und ich bewerte nur ganz subjektiv, ob sie bei mir funktionieren. Wenn ihr länger anhaltende Schlafprobleme habt, holt euch bitte ärztlichen Rat ein. Wir haben die Produkte so ausgewählt, dass sie unterschiedliche Wahrnehmungsbereiche abdecken. Sie sprechen auditive, visuelle und auch haptische Sinne an. Also alles, was mit Hören, Sehen und Berühren zu tun hat. So können hoffentlich möglichst viele von euch etwas für sich mitnehmen. Jedes der 5 Gadgets habe ich 2 Nächte lang getestet und in diesen 3 Kategorien bewertet. Erstens nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zweitens, wie einfach ist die Anwendung? Und drittens, wie einfach war es für mich einzuschlafen? Hier konnte ich 1 bis 5 Schlaf-Emojis vergeben. Einer von 5 Emojis auf der Schlafskala bedeutet, ich habe keinen positiven Effekt gespürt. Und 5, dass ich super schläfrig und entspannt war. Ich habe meinen Test mit dieser Schlafmaske mit integrierten Kopfhörern gestartet. Sie soll leichte Geräusche und Licht abschirmen. Über die Kopfhörer kann man Musik oder zum Beispiel Meditationen hören. Das soll beim Einschlafen helfen. Was sagt Dr. Samia Little Elk zu dieser Schlafmaske? Also was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass Ablenkung durch Hörbücher, Hörspiele oder auch Musik, ja, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich drauf, durchaus helfen kann beim Einschlafen. Die Frage ist eben, wird es einem darunter zu warm und möchte man ein Bluetooth-Gerät am Kopf tragen, während man schläft? Nach 2 Tagen Test sieht meine Bewertung so aus. Die Anwendung davon ist relativ simpel. Es gibt aber einen kleinen Haken. Und zwar, während man sich hinlegt, verschiebt sich das Ding. Das liegt vielleicht auch an meinem Kopf, dass der nicht groß oder nicht klein genug ist, I don't know. Trotzdem finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis, das kostet 11,55 €, ist schon okay. Ich habe mich damit sehr entspannt gefühlt. Das Problem ist aber dadurch, dass es verrutscht, hört man die Musik nicht mehr und muss die ganze Zeit rumzubbeln. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen würde ich von meinen Schlaf-Emojis 2,5 vergeben. Als nächstes habe ich dieses kleine UFO getestet. Vergangenheits-Anne, erzähl uns doch mal bitte, wie das funktioniert. Das ist ein Gerät, das durch Meditationsübungen dabei helfen soll, einzuschlafen. Und zwar macht es eine Reflexion an die Decke in so einer blauen Farbe und die pulsiert. Und wenn man in dem Rhythmus ein- und ausatmet, soll man schneller einschlafen. Das blaue Licht sieht man nur, wenn man die Augen offen hat. Nicht unbedingt optimal, wenn man einschlafen will. Das war nur einer der Kritikpunkte von Dr. Little Elk. Zum einen ist die Frage, ob blaues Licht sinnvoll ist, weil wir haben ja in den Geräten immer häufiger am Abend Blaulichtfilter, ne, um eben das blaue Licht rauszufiltern und eher ein
rötlicheres Licht zu haben, was uns eher einschlafen lässt. Die zweite Sache ist, ob visuelle Reize sinnvoll sind fürs Einschlafen, ne? Oder ob man nicht lieber versucht, so wenig wie möglich Reize zu setzen, aber gerade genug, um sich selbst abzulenken. Das Konzept basiert aber unter anderem sicherlich darauf, dass eine langsame Atemfrequenz und ein bewussteres Atmen induziert wird. Und das wiederum kann durchaus helfen. Ob es dafür Lichtimpulse als Hilfe braucht, das muss man eben ausprobieren. Genau das habe ich gemacht und das Gadget 2 Nächte lang getestet. Und so habe ich die kleine Lichtmaschine nach der 2. Nacht bewertet. Erstmal das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kostet 49 Euro. Und das ist, finde ich, ziemlich viel dafür, dass hier einfach nur blaues Licht rauskommt. Die Anwendbarkeit ist top. Es ist super simpel. Man tippt hier einmal oder zweimal drauf und dann kommt das Licht raus. Aber ich musste dann halt trotzdem die Augen zumachen und als ich die Augen zugemacht habe, bin ich nicht sofort eingeschlafen. Trotzdem würde ich hierfür 4 Schlaf-Emojis vergeben, weil ich damit trotzdem sehr schnell eingeschlafen bin und es einfach sehr entspannend und sehr beruhigend ist, dieses Licht anzugucken. Nach diesem Gerät mit visueller Funktion habe ich ein akustisches Gadget getestet. Und zwar diesen Lautsprecher, der sogenannte White Noises abspielt. Das sind gleichbleibende Töne, die sich zum Beispiel so anhören. Durch das weiße Rauschen können Stör- und Umgebungsgeräusche unterdrückt werden. So können diese Geräusche nicht das Bewusstsein erreichen und euch beim Einschlafen stören. Eines dieser Geräusche hat mich besonders angesprochen. Das klingt doch voll wie ein Helikopter. Das finde ich gut. Das probiere ich aus. Gute Nacht. Während Vergangenheits-Anne das testet, gucken wir mal, was Dr. Little Elk von White Noises hält. Die Frage ist immer, ob einem White Noises überhaupt helfen. Ja, also mich machen die irre. Ich finde das überhaupt nicht schön und mich nervt das eher, als dass es mich einschlafen lässt. Aber es gibt ganz viele Leute, die davon sehr profitieren. Das heißt, es lohnt sich durchaus, das auch auszuprobieren, was einem selbst wirklich gut tut. Das habe ich gemacht und mir hat es nicht wirklich geholfen. Es kostet ungefähr 25 Euro und das ist okay. Die Anwendung ist ziemlich einfach. Man macht es an. Und dann kann man die Geräusche verändern und einstellen. Ich habe dazu eine relativ neutrale Meinung. Ich wohne an einer großen Kreuzung, wie man auch gerade hört. Und da sind eh immer ziemlich viele Geräusche. Das bedeutet, ich hätte die Lautstärke hiervon sehr laut stellen müssen, damit zum Beispiel die Sirenen oder so übertönt werden. Und deswegen hat es jetzt bei mir nicht ganz so viel gebracht. Aber ich fand es auch nicht unangenehm oder so. Deswegen würde ich hierfür 2 von 5 Schlaf-Emojis vergeben. Natürlich braucht es auch nicht einen extra Lautsprecher, um White Noises abzuspielen. Das geht zum Beispiel auch problemlos über entsprechende Apps oder den Streaming-Dienst eures Vertrauens. Als nächstes habe ich dieses Stirnband getestet. Es massiert und wärmt den Kopf gleichzeitig. Das soll man sich so um den Kopf machen. Und dann kann man das hier einschalten. Oh Leute, oh Leute. So ähnlich hat auch Dr. Little Elk geguckt, als ich ihr von diesem Gadget erzählt habe. Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil ich erinnere mich, dass es vor ein paar Jahren ein Gadget gab, das war genau das Gegenteil. Das war eine Kühlkappe. Das hat genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass der Kopf gekühlt wird. Und die Frage ist, ob ein Kopf aufheizen wirklich das Mittel der Wahl ist. Man sagt ja eher immer die Füße wärmer. Also ich würde sagen, auch hier eine individuelle Entscheidung, aber ich würde mir, glaube ich, keine Wärmekappe aufsetzen zum Schlafen. Das sehe ich ähnlich. Auch mein Urteil zu diesem Gadget fällt negativ aus. Die Massagemaske kostet 45 Euro ungefähr. Und ich finde, das ist ein stabiler Preis. Es ist qualitativ sehr hochwertig verarbeitet. Und deswegen Preis-Leistung ist okay. Die Anwendung ist auch super simpel. Man macht es hier halt an und dann kann man hier und hier verstellen, welche Massageart man möchte und auch wie viel Wärme man möchte. Also Anwendung top. Entspannung bei mir 0 bzw. minus. Minus Entspannung, weil es einfach laut ist. Also ich finde es total unangenehm, etwas am Kopf zu haben, was sich die ganze Zeit bewegt. Der Kopf wird beim Schlaf immer so hochgedrückt, also beziehungsweise wenn man sich hinlegt.
von mir null Schlaf-Emojis bzw. Entspannungs-Emojis für die Massagemaske. Dann gibt es noch dieses kleine Ding. Das nimmt man in die Hand und es sendet leichte Stromstöße aus, auf die man sich konzentrieren soll. Hört sich komisch an? Das findet auch Dr. Little Elk. Also ich möchte zum Einschlafen keine Stromschläge kriegen, auch wenn sie mild sind. Hier ist so interessant, was sich die Leute so ausdenken. Ich finde auch interessant, dass immer mehr Menschen versuchen, ihren Strom möglichst aus dem Schlafzimmer zu verbannen und dann nehmen sie ein Stromei in die Hand. Auch ich war zu Beginn skeptisch, aber nach meinem Test war ich positiv überrascht. Das habe ich die letzten zwei Nächte getestet. Aber es ist nicht das, wonach es aussieht. Es kostet 33 Euro und ist damit relativ teuer für das, was es tut. Die Anwendung ist super simpel. Man macht es hier einfach an, dann leuchtet das und dann kann man hier die die Intensität einstellen. Und ich bin damit sehr gut eingeschlafen, weil man sich sehr stark auf diese Elektroschocks fokussiert und eigentlich nur noch daran denkt, in wann diese Elektroschocks kommen. Deswegen mein Fazit, ich vergebe 4,5 von 5 Schlaf-Emojis. Ich bin sehr begeistert. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Also, dass ich irgendwann mal mit Elektroschocks einschlafen werde. I think this is the future. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich mich mal für YouTube in meinem Bett filmen werde. Und dass doch einige dieser Gadgets mir beim Einschlafen helfen. Das ist natürlich ganz subjektiv. Was mir hilft, muss euch nicht helfen und andersrum. Die kleine Lichtmaschine mit den Atemübungen und das Gerät mit dem Mikrostrom werde ich auf jeden Fall wieder rauskramen, wenn ich gestresst bin und nicht gut einschlafen kann. Die Schlafmaske und der White Noise Lautsprecher haben mir nicht wirklich beim Einschlafen geholfen. Und dieses Stirnband mit Wärme- und Massagefunktionen fand ich jetzt nicht so gut. Es hat mich eher gestresst. Aber auch im Gespräch mit Dr. Little Elk habe ich festgestellt, dass es beim Thema Entspannen die unterschiedlichsten Meinungen und Ansichten gibt. Da muss man selbst herausfinden, was für einen das Beste ist. Vielleicht muss es ja auch gar kein Gadget sein. Was ist euer ultimativer Einschlaftipp? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Hier kommt ihr zu einem Video von Reporter. Sie haben René begleitet, der chronisch schlaflos ist. Und in diesem Video habe ich Verhütungsgadgets getestet. Schaut da gerne mal vorbei.